Reich der Aquaristik schleiche ich mich hier durch die Bude. Hallo und herzlich willkommen im Reich der Aquaristik. Ja, ich war heute fleißig, Wasserwechsel ist überall gemacht, Scheiben sind sauber gemacht, außer unten beim Koi-Gummibecken. Da muss ich noch, das mache ich auch morgen. Das mache ich separat, weil ich da auch genau mal checken will, was Sache ist. So, übrigens unser Schlammbecken da unten, das ist gekleant. Denn ich möchte doch jetzt mal gucken, dass da bald Tiere reinkommen. Und von daher habe ich das Projekt jetzt beendet. Ja, lustig, tralala. Fröhlich geht's weiter. Ja, das ist also schon genial, was hier so, ja, eigentlich, wie soll man sagen, teilweise nicht so geht, wie ich mir das vorgestellt habe. Insbesondere mit dem Calciumcarbonat. Da kommen wir gleich zu. Und wir kommen heute zum Montmorillonit, denn das gibt es auch heute wieder. Gedüngt hat man, glaube ich, vor 2 Tagen ungefähr. Und heute dementsprechend gibt es Montmorillonit nach dem Wasserwechsel. Ob wir dabei bleiben, einmal die Woche oder dazu übergehen, das 2-mal die Woche zu machen, müssen wir checken im Laufe der Zeit. Wir wissen, wir führen ansonsten keine Zusätze dazu, in Anführungsstrichen. Warum, sehen wir gleich. So, pass mal auf. Ich würde sagen, wir starten und machen erstmal einen kurzen Einblick in die Geschehen der Becken. Tada! Ja, pH wird unter 7 wieder. Ich verstehe es nicht ganz, aber es ist so, wie es ist. Das ist schon verrückt, ne? Wir haben jetzt schon 5-mal Calciumcarbonat dazugegeben und der pH-Wert geht tatsächlich immer wieder mal runter. Ja, anstatt höher. Ja, okay. Den Tieren geht's gut. Alles ist okay soweit. Also da ist nichts passiert oder dergleichen. Gefüttert habe ich jetzt noch nicht. Gestern gab es ja dieses Shrimp King Complete. Und das sättigt die Tiere doch enorm, muss ich sagen. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Wenn man das füttert, da kannst du nicht jeden Tag einfach mal Nachschlag geben in dem Sinne. Das ist ganz schön sättigend in dem Sinne. Die sind auch hier alle ganz gechillt noch unterwegs. Also voll gechillt tatsächlich. Die haben überhaupt keinen Hunger. Naja, mal gucken. Die kriegen gleich auf jeden Fall noch was. So, aber wir kommen jetzt zu unserem Schlammbecken. Das sieht jetzt so aus. Ja, mit Pfannenheber. Du siehst schon, hier ist ordentlich was an den Filtern. Ich habe den Filter sauber gemacht und dann wieder reingegangen anschließend. Ich habe die Pflanzen soweit rausgenommen und die Algen und so ein Krimskrams, was da alles dann rumschwimmen und schwammen. Das Einzige, was geblieben ist, ist die Porosthemon helferi. Das ist auch die einzige, die wirklich gut gewachsen ist. Ja, die alternative Rhein-Neckii Mini steht da auch hinten in der Ecke. Ja gut, die steht da halt rum. Ich habe sie zurückgeschnitten. Die Reste habe ich übrigens behalten. Man kann ja nichts wegschmeißen, ne? Achso, übrigens, nichts wegschmeißen. Ach, kommen wir später zu. Also, ich habe das dann so gemacht, ich habe alles rausgeholt hier. Nein, die gar nicht warm. Ich habe Wasser rausgeholt bis hierhin ungefähr, bis da. Ne? Und habe dann 5 Liter dazugegeben, das mit GH+ aufmineralisiert, weil wir so einen hohen pH-Wert immer hatten. Wie er jetzt aussieht, weiß ich noch gar nicht, habe ich noch gar nicht gecheckt, werde ich gleich aber checken. So, und dann war natürlich viel Modder hier drin. Ne? Und was habe ich dann gemacht? Ich mache das jetzt nochmal, einfach zwischendurch mal umgerührt, die Suppe hier. Ja, und dann kriegst du also alles, was so an Dreck kommt und so, das kommt dann in Bewegung und kommt dann hier in die Schwammfilter. Und so kann man das richtig schön sauber machen. Ne, ohne, dass man alles rausholen muss aus dem Becken. Ne? Also Filter sauber machen und dann lass mal gehen, Kapelle, immer wieder mal schön im Kreis, im Karussell. Und die Porosthemon helferi, dass die so gut wächst hier drin, also das ist schon gigantisch. Habe ich jetzt echt nicht mit gerechnet, dass die das packt. Aber okay, gut, sie ist ein bisschen blass um die Nase, ne? Ganz klarer Fall. Ich habe heute hier auch kräftig gedüngt, muss ich ehrlicherweise dazugeben dann. Ich habe jetzt 1 Milliliter von dem NPK und 1 Milliliter von dem Mikronährstoffdünger dazugegeben, weil ich sonst ja ansonsten hier nichts gemacht hatte damals. Das ist einfach vor sich hingedümpelt, das Ganze hier. Ja, falls ihr alten Filme kennt, dann weißt ihr, wie das Becken ausgesehen hat. Ja, okay. So, das habe ich bis dato gemacht und mehr mache ich jetzt auch noch nicht. Ich werde tatsächlich immer wieder mal umrühren, die ganze Suppe hier. Ne, auch hier am Bodengrund rumwedeln, damit richtig schön der ganze Schlamm rauskommt. Jetzt siehst du natürlich nicht mehr viel, weil das meiste ist halt schon weg. Ne? Aber ich mache es trotzdem jetzt immer wieder mal noch. Die einzigen Tiere, die hier noch drin sind und drin leben, sind Schnecken. Die Posthornschnecken sind alle dahin gegangen hier drin. Wieso, weshalb, warum, ist eine Thematik, die möchte ich nicht mehr aufgreifen. Das habe ich damals mal angesprochen, als das passiert ist. Da ist ja uns alles umgekippt damals. Ne? Hat mir was reingepackt, falls du dich daran erinnerst. Wenn nicht, ist egal. Ich will es nicht mehr ansprechen, thematisieren oder sonst irgendwie. Aber uns ist hier drin alles kaputt gegangen. Das Einzige, was überlebt hat, sind tatsächlich die Turmdeckelschnecken. Das ist schon mal richtig krass auf jeden Fall, dass die ja alles hier in dem Sinne überlebt haben.
Das ist schon richtig dolle, muss ich sagen. Also die sind sowas von unempfindlich. Ja, also sonst wirklich alle Posthornschnecken, alles ist dahingegangen. Hier lagen auch überall leere Schneckenhäuser rum. Die habe ich dann mit abgesaugt, als ich das Wasser rausgesaugt habe. Habe ich extra dickeren Schlauch genommen. Ja, also das ist jetzt dato Fakt, wie es aussieht. Die werden voraussichtlich Neocaridina einziehen, weil es ja auch Basaltgranulat drin, ne, und Basaltsteine auch. Wir hatten ja hinten so einen Aufbau gemacht. Da ist jetzt in dem Zusammenhang ein Stein hier runtergefallen. Ist aber nicht so schlimm, das ist okay noch. Das kann ruhig so bleiben von mir aus. Wobei, wer weiß, ne, irgendwann wurschteln wir hier nochmal rum, mal gucken, was wir dann tatsächlich machen. Ja, ansonsten muss ich jetzt erstmal abwarten, ein paar Tage, wie sich das hier weiterentwickelt. Ich rühre dann zwischendurch die Suppe mal um. Und so einfach kann man das clean, das Becken. Ne? Das war echt total trüb gewesen. Total trüb. Und jetzt, wie du siehst, ne, ist alles weg. Ja, so, gibt es noch was zu erzählen zu dem Becken? Wie gesagt, es kommen Neocaridina voraussichtlich rein. Vielleicht packe ich auch mal so ein paar Guppies mit dazu, ne, dass das nicht ganz so langweilig ist. Wie gesagt, das Becken muss ich noch sauber machen. Und da muss unbedingt eine andere Lampe drüber, die ist viel zu stark. Das steht auch schon fest, aber wenn ich die kriege, ist noch eine andere Sache. Man kann nicht alles auf einmal holen. Ist logisch, ne? Okay, ich glaube, dann war es das jetzt hier zu dem Becken. Ich werde gleich mal gucken, wie die Werte aussehen. Ansonsten, ja, kommen wir erstmal zum nächsten. Bei unserem Spezi-Becken der Feuerwehrtruppe sieht alles okay aus. Sind auch alle noch gesättigt. Also ist schon crazy, ne? Dieses Complete, das hat echt schon was. Hola die Waldfee. Ja, okay, ich habe so lange nicht mehr in Anwendung gehabt. Nun ja. So, dann kommen wir zu dieser Möhre hier. Lol. Auf, ich habe sie hier ins Wasser gepackt. Ja, jetzt ist reines Wasser drin. Ich hatte sie dazu gepackt. Da war das Moos drin aus dem Becken hier. Und ja, in dem Zuge waren auch noch 3-4 Garnelen mit drin. Die hatte ich gestern noch gesehen. Vorgestern beziehungsweise. Und heute gucke ich, da waren die Garnelen alle hops. Ja, also irgendwas hat diese Rübe hier abgegeben und jetzt können wir auch mehr sehen tatsächlich, also irgendwas ist hier abgegangen. Ja, ne, kannst du tatsächlich was lesen hier drauf, das ist eine dolle Sache, ne? Wie das da drauf gekommen ist, weiß ich auch nicht, das lässt sich auch nicht abbürsten oder so. Ja, okay, ich lasse das Teil noch hier im Wasser liegen, das ist übrigens eine Süßkartoffel. Ich lasse das noch im Wasser liegen, damit alle Inhaltsstoffe nochmal abgehen, hier von der Haut oder wie auch immer. Weil das ist mir zu riskant, das Ding jetzt einfach so ins Becken zu legen. Jetzt weißt du schon, was ich damit vorhabe, das wollte ich ja nicht erzählen. Na, im Urregal, was soll's, ne? Ich muss noch rausgucken, wo oben, rauskriegen, wo oben und unten ist. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich glaube, das ist oben hier, ne? Kann man das an irgendwas festmachen hier? Also ich bin ganz ehrlich, ich habe jetzt keinen Anhaltspunkt, wo hier oben und unten ist. Weil sind jetzt auch beide Seiten mehr oder weniger ab. Wobei das könnte eine Wurzel gewesen sein. Tja, ich weiß nicht. Ich gehe mal davon aus, dass das oben ist. Was denkst du dazu? Ist das oben bei der Süßkartoffel? Ja, ist nicht so einfach, ne? Ich sag's dir. So, wie gesagt, die bleibt bis morgen liegen im Rheinwasser. Dann wechsle ich das nochmal, kommt nochmal reines Wasser rein. Damit ich halt alle Inhaltsstoffe abbekomme, was da irgendwie wo dran ist, ne? Besser ist das, denn die Garnelen hat es nicht gefallen. Definitiv nicht. Ja, okay, sowas nehmen wir dann eben auch mit. Ne? Das ist schon ganz wichtig. Alles, was ins Becken reinkommt, muss erst gecleant werden. Ganz wichtig. Ansonsten sind sie plötzlich alle hops und man wundert sich. Dann versorgen wir jetzt unsere Garnelen nach dem Wasserwechsel. Hier ist auch Wasserwechsel gemacht worden übrigens. Oh, ich drehe mal eben die Lampe, weil das blendet so ein bisschen, richtet einfach mal nach hinten. Das ist eine tolle Sache, ne? Coole Sache. So, also, jetzt brauchen wir erstmal Wasser. Wir nehmen hier reines Wasser, ganz klarer Fall. Aber wir nehmen das jetzt für alle Becken und da punchen wir nicht von einem ins andere, sondern immer reines Wasser ist die einfachste und sicherste Variante. Dann nehmen wir unser Montemorillonit. Hey, lol, kannst du jetzt nicht sehen, in dem Sinne, was das ist, ne? Aber kennen wir schon, ne? So, da mache ich jetzt 2 von den Messlöffelchen rein hier. So, gestrichen. Das ist momentan das Maß. Ne? Mal gucken, ob sich das noch ändert oder nicht. Wusstest du übrigens, dass in den meisten Futtersorten Montmorillonit mit drin ist? Nein? Dann weißt du es jetzt. Achte mal auf die Deklaration. Da war ich schon sehr überrascht, muss ich sagen. Ich habe auch von einer ganz lieben Zuschauerin mal Rezepte zugeschickt bekommen. Mal gucken, ob wir diesen Winter dazu kommen, das ein oder andere mal auszuprobieren. Und auch in diesen Rezepten ist überall Montmorillonit mit drin. Ich muss mir das nochmal genauer durchlesen. Bin ehrlich, ich habe es eigentlich nur überflogen erstmal, weil ich habe so viel um die Ohren, auf gut Deutsch gesagt. Ne? Ja,
Ist halt so, machst du nichts, ne? Aber wir kommen von einem zum anderen nach und nach. So, jetzt kommt das hier rein. Na, dann haben wir schön gemixt schon mal. Das bleibt übrigens offen stehen hier, damit das abtrocknen kann. Dann brauche ich das auch nicht sauber machen oder so. Das verwende ich immer dafür. Okay, jetzt nehmen wir unsere Spritze und dann versorgen wir die Becken. Jetzt muss ich aber gerade überlegen, warte mal. Ich wollte eigentlich sowieso, mach mal auf, ich überlege gerade mal, wir hatten 5 Milliliter, ne? Stimmt das? Oh, sorry. 5 Milliliter pro Becken hatten wir bei den 40ern. Das sind jetzt kleinere hier, das ist ungefähr die Hälfte. Also brauchen wir so 2,5 Milliliter rein, ungefähr, Pi mal Daumen. So, 2,5. Hier weiß ich gar nicht, wie viel drin ist, bin ich jetzt ehrlich, aber vergessen. Ist so, machst du nix. So, dann kommen die auch so, pass mal auf. Ja, ich würde sagen auch so 1, 2, auch 2,5 Milliliter. Und das kommt jetzt hier bei den, ich sag mal, 10 Liter Becken. Und bei den 20 Liter Becken, da nehmen wir dann 5 Milliliter. Ne? So, guck mal, beim Moos packen wir auch ein bisschen was mit bei. Kann nicht schaden, ne? Das steht ja nur so rum einfach. Ja, weil wegtun kann man nichts und wer weiß, was daraus mal entstehen wird. Und wer weiß auch, wie lange man Moos auf die Art und Weise zusammenhalten kann. Ich meine, es steht schon echt lange hier. Sieht nach wie vor richtig klasse aus, muss ich sagen. Schön kräftige Farbe. Hier kommt tatsächlich auch mal so ein Tropfen von dem Dünger mit bei, NPK und Mikronährstoffdünger, wenn ich hier die Düngerreise mache. So, okay, dann versorge ich jetzt mal die anderen Becken. Das ist übrigens auch die Pogostemon Helferi. Ich zeige dir nochmal, wie der Name geschrieben ist, nur dass du das weißt. Eine ganz tolle Pflanze ist das. Kann ich, also das ist so genial. Ach so, übrigens Pflanzen. Wir sollten langsam mal anfangen, gut, jetzt ein bisschen überbelichtet, die anderen auch nochmal vorzubereiten, langsam, dass sie in die Aquarien kommen. So, ich habe jetzt hier 5 Milliliter drin, ne, und das kommt jetzt einfach hier rein. So, 5 Milliliter. Wie gesagt, ob die Dosis sich nochmal verändern wird oder nicht, weiß ich nicht. Wir machen das jetzt schon sehr lange, muss ich sagen. Und bis dato funzt das gut. Es gibt keine Häutungsprobleme oder dergleichen. Ich guck mal eben just, wann wir das gestartet haben. So, kennst du das Zeug? Spielzeug? Ja, nutzt es nicht. Spielzeug fürs Aquarium. Ach, Sachen gibt's, wo ich sage dir. Aber ganz toll. Gucken wir mal. Ganz toll ist das. Habe ich meine Frau geschenkt bekommen. Ich glaube zum Geburtstag. Ja, lol. So, pass mal auf. Sorry, dass ich dich jetzt so einfach mal mitnehme hier. So, das haben wir jetzt heute gemacht. 11.11., ne? Genau. So, okay. Wann haben wir das gestartet? Alle Becken. Alle Becken. Am 11.09. Also seit 2 Monaten läuft das jetzt schon. Seit 2 Monaten, ne? Und wir haben sonst nichts dazu gegeben. Sonst haben wir immer das Kruster Mineral genommen. Und wir haben keine Häutungsprobleme. Also das funzt tatsächlich bei der Art und Weise auch der Menge, die wir jetzt dazugeben. Und weil ich dazu sagen muss, heute, ausnahmsweise, habe ich hier die doppelte Menge genommen. Ich habe hier 20 Milliliter dazugegeben. Übrigens auch bei den Kohlgubis da unten, auch 20 Milliliter. Aber bei den Becken hier 5 Milliliter, ne? Bei den 40er. 40, was haben die jetzt? 40, 30, 30, ne? Ja, genau. Oder 25, ach du meine Güte. Ich sage dir... Nee, 30 sind das. Ja, ja, 30. Oh, das ist das 25. Oh, jetzt bin ich aber ganz durcheinander gerade. Ich gucke gerade rum, wo ich meinen Zollstock liegen habe. Der liegt mal wieder da, wo der nicht liegen soll. Das ist immer so, ne? Das ist jedes Mal das Gleiche, wenn ich irgendwas... Nee, das finde ich nicht. Okay. Ich gucke, nee, das sind 25, ne? 40, 25, 25? Lol. Ja, egal. Kommen wir gleich zu. Ich werde es gleich nochmal ausmessen, wie das dann aussieht. So, unseren Santa geht es richtig gut, muss ich sagen. Total klasse. Auch die Babys lassen sich mittlerweile blicken hier, auch wenn wir den einen jetzt gerade nicht sehen. Der ist da hinten hinter. Die spielen jetzt schon mit rum hier im Becken. Also laufen mit rum, da auch. Gucke mal. Ich muss die Belichtung anders einstellen. Detlef, meine Güte, nicht, ne? Da siehst du es auch. Lauter kleine Babys, Santas, lauter viele Santas. So, dann kommen wir nämlich jetzt hierzu. Das ist jetzt auch neu von Dennerle. Ich probiere das ein oder andere mal aus. Ne? Biotase Active. Ja, okay, pass mal auf. Ich zoome mal ein kleines bisschen näher dran. So, dass wir es vielleicht ein bisschen besser lesen können. Biofilm Optimierer und Wachstumsverstärker für Garnelen. Wow. Kriegen wir jetzt Garnelen, die wir in die Pfanne hauen können? Na, das wäre natürlich ein Ding, wa? Dann lohnt sich die Geschichte hier wenigstens richtig. Ja, okay. Wie gesagt, ist neu, ist noch zu. Hm?
Machen wir jetzt gemeinsam auf und gucken mal, wie das Zeug aussieht. Anwendungsempfehlung steht hier. Kannst du das lesen? Ja, wahrscheinlich, weil ich hole es ja jetzt ran. Je nach Besatzdichte ein- bis zweimal täglich. Oh, so viel? Jeden Tag? Gestrichene Dosierlöffel. Ein bis zwei auch noch. Ach du meine Güte, kannst du wählen, ne? Auf 50 Liter Aquariumwasser. Aber hat das jetzt was mit dem Wasser zu tun oder mit den Tieren? Da bin ich ein bisschen irritiert. Also kommt es jetzt auf die Besatzdichte an oder auf die Literzahl? Naja, egal. Also ein bis zweimal täglich und dann noch ein bis zwei gestrichene Dosierlöffel. Wo ist denn der Dosierlöffel? Ist der da drin? Oh, wahrscheinlich, ne? Also, das ist mir ein bisschen viel, bin ich ganz ehrlich. Das ist mal wieder so. Ne? Wenn du ein Produkt hast und dann, ich empfehle dir, weniger zu nehmen. Grundsätzlich, egal was du dir kaufst, immer erst weniger. Ne? Von mir aus sogar nur ein Zehntel. Weil da kann man ganz schnell was falsch machen. Ja, je nach Besatzdichte. Was ist das dann jetzt? Ne? Was ist denn Besatzdichte hier? Besatzdichte haben wir hier, keine Ahnung, 10%? Ich weiß nicht. Was haben wir hier Besatzdichte? 20%? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Das sagt mir jetzt also gar nichts. Bin ich ganz ehrlich. Das sagt mir gar nichts. Überhaupt nichts. Na okay, wir gucken mal rein. Wir werden es dann wieder machen. Wir nehmen jetzt nochmal das Calciumcarbonat. Ja, ist schon interessant, ne? Sag halt hier. Also ich dachte eigentlich, nach einer Anwendung wäre das schon irgendwie vielleicht zu viel. Aber es ist jetzt schon die sechste Anwendung, glaube ich, ne? Ja. Sagen wir mal auf. Dann werden wir das einfach mal schön hier wieder drüber streuen. Und gucken mal, wie es hier im Aquarium wieder schneit. So wunderschön anzusehen. Ist jedes Mal ein ganz tolles Schauspiel. Ach, das macht Spaß. Ja, ist so, ne? So, aber so langsam soll es doch mal gut sein. Ich meine, wenn der pH-Wert sich so hält, ist ja okay. Ne? In Tieren macht es, wie gesagt, nichts. Also das ist okay. Bis dato, wie gesagt, alles zum Lernen hier. Nicht vergessen. Ne? Denn ich bin davon ausgegangen, dass durch das Calciumcarbonat eigentlich der pH-Wert angehoben wird. Vielleicht kommt er irgendwann noch. Ne? Vielleicht, mal gucken. Auf jeden Fall sehr interessant. Ich habe es jetzt auch in Anwendung, wie gesagt, im Weichwasser. Und da werde ich auch noch ein paar Tests drin machen. Bei einem Becken, nee, bei zwei haben wir es jetzt schon. Bei zwei Becken haben wir es jetzt schon im Weichwasser. Zu einem Becken kommen wir jetzt auf jeden Fall gleich nochmal kurz. Dann sind wir jetzt nochmal kurz hier, weil ich wollte jetzt nochmal checken, was Sache ist. pH-Wert ist 7,9 fast. Ja, 7,8, 7,9. Ja, also hier können nur Neocaridine rein, das steht fest. Ich wollte damals mal versuchen, ob wir hier in dem Basalt den pH-Wert runterkriegen. Aber bei der geringfügigen Menge an Nährstoffen, die dazu kommen, die dafür sorgen könnten, wie wir es ja aus dem Zimmerpflanzenbereich kennen, das funktioniert hier einfach nicht. Das ist so. Ne? Hier bleibt der pH-Wert tatsächlich hoch. Das kennen wir ja auch aus dem White Pearl Becken. Das ist ja genauso. Da hatten wir 8,5, glaube ich, gehabt letztes Mal so um den Dreh. Gut, ist jetzt allerdings auch runtergegangen. Durch das Calciumcarbonat. Oh, ich glaube es halt nicht mehr. Ich komme da echt nicht mehr hinterher. Also gedanklich in dem Sinne. Ne? Ist so. Ja, okay. Dann rühre ich einfach die Suppe zwischendurch weiter um. Und ja, steigt sogar noch. Guck mal, steigt sogar noch. Ich lasse noch einen Moment drin hängen, dass wir das nochmal genauer checken, wie das aussieht. Auf jeden Fall doch sehr interessant. Ja, okay. Jetzt erstmal Futter. Ich zeige dir mal eben die Baumarktlampe nochmal. Wie gesagt, ich habe es jetzt nach hinten gedreht. Ne? Und das ist eine coole Sache. Also so steht sie normalerweise. Ne? Und das Licht, das strahlt ja nach hier, nach vorne und nach hinten. Und dementsprechend bekommen sogar die Pflanzen Licht. Also das ist eine ganz tolle Sache, muss ich sagen. So, ich drehe sie aber mal wieder so ein bisschen rum, damit das hier nicht so stark blendet. Aber es ist schon faszinierend, was das alles so für Möglichkeiten gibt. Ne? Muss einfach mal ausprobieren. Ja, einfach mal ein bisschen düfteln, überlegen. Und manchmal kommt man auf ganz tolle Sachen. So. Okay, also ich bin ja auch neugierig und will wissen, was für Produkte gibt es, was, ja, wie ist das so, ne? Taugt das was oder nicht, darum geht es mir eigentlich in erster Linie. Muss ich das unbedingt haben oder nicht, ne? Ist so. So, dann machen wir das jetzt mal auf hier. Ich hoffe, ich schmeiß das jetzt nicht weg, weil ich muss auch, ja, weil ich gucke auch ins Display und dann ist immer so eine Sache, ne? So, okay, das kann dann gleich weg. Das kommt im Plastemüll. Und, wir haben einen Dosierlöffel. Coole Sache. Oh, dass der Deckel dran hängt, ist natürlich ein bisschen blöd. Besser wäre es eigentlich, wenn der abgehen würde, bin ich ganz ehrlich. Weil, ja, das ist,
Ja, ich weiß. Ist gut gemeint, aber wisst ihr was, ey, das ist voll Banane. Irgendwann geht er sowieso ab. Und darum mache ich mir den jetzt ab. So, dann ist das nämlich einfach eine Handhabung. Jetzt gucke ich mir mal den Dosierlöffel an, wie der aussieht. Tada, so. Tada. So sieht er aus. Warum der jetzt so krumm ist, weiß ich auch nicht. Ach, damit er da reinpasst, ne? Wahrscheinlich. So, aber wie gesagt, das ein bis zwei Löffelchen, je nach Besatz, ein bis zweimal am Tag auf 50 Liter. Och Mann, ey, ich hasse Beschreibungen, glaubst du das? So, ich überlege mal eben, welche Menge ich jetzt tatsächlich dafür nehme, um das mal auszuprobieren. Wir werden weniger nehmen, definitiv. Aber da muss ich einen anderen Löffel nehmen. Das krumme Ding, das ist ja auch Banane. Pass mal auf, wir nehmen den anderen Löffel. Ich hole den mal eben, der liegt da hinten. Da hatte ich ja gerade das Calciumcarbonat. Sorry, wenn das Stimme mal verschwindet. Calciumcarbonat in Anwendung gehabt, ne? So, pass mal auf, wir nehmen jetzt einfach mal ein kleines bisschen so. Das sind so Mengen, wo ich mit anfange, wenn gesagt wird, ein bis zwei Löffel. Ja, ist so, machst du nichts. Ne? Wo wenden wir das jetzt an? Pass mal auf, wir sind ja hier, dann machen wir das auch hier, würde ich sagen. So, das macht jetzt knack, knack. Und dann zoomen wir einfach mal kleines Stück zurück, wollte ich eigentlich sagen. Nee, pass mal auf, das so nicht. Ne? Nein, 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 wir fahren mal tiefer, pass mal auf. Wir fahren mal ein kleines tiefer. Ein kleines tiefer, ja. Etwas tiefer meine ich eigentlich. Eigentlich, ja, so, pass mal auf. Ein bisschen Spiegelung haben wir trotzdem noch drin. Lässt sich nicht ganz vermeiden. Ja, klar, lässt sich das vermeiden. Ich könnte hier einen Vorhang vorhängen, ne, schwarzen. Oder die Lichter ausmachen. Oder wie auch immer. Weißt du was, ey, man kann sich auch unnötig Arbeit machen. Also, wir geben das jetzt mal hier rein. Ich gebe das einfach mal hier oben drauf. Das kannst du natürlich nicht viel sehen. Kleines bisschen kommt da unten an. Ja, es geht langsam. So kann man es besser sehen. Genau. Es geht also langsam. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie die Tiere darauf reagieren. Weil in der Regel, wenn es was Gutes ist, dann fahren die da voll drauf ab, ne? Das sieht ja lustig aus. Ja, okay. Also Puder sowieso gut, ne? Gerade wenn man Babys hat. Immer eine tolle Sache, aber ich muss das eben mal zumachen. So. Und dann warten wir jetzt mal so 1-2 Minuten, würde ich sagen. Und dann gucken wir gleich mal, wie die Tiere auf abfahren. Ja, wie gesagt, ich würde immer weniger nehmen. Gut, jetzt haben wir hier Besatz, würde ich mal sagen, 0,01% oder so vielleicht. Ne? Also nicht wirklich viel. Okay, also wir warten 1-2 Minuten und gucken dann gleich mal. 0,8 haben wir auf jeden Fall hier drin. Das belasse ich jetzt auch erstmal so, nehme das gleich mit und setze das woanders rein. Das ist dann erstmal okay soweit. Ja, wie die Garnelen darauf reagieren, werden wir gleich sehen. Ich habe es jetzt überall tatsächlich verteilt, aber da warte ich noch so ein bisschen. Was ich aber schon mal sagen kann, Geruchstest, es riecht nach Hefe. Ja, es riecht nach Hefe, definitiv. Übrigens, wenn du genau wissen willst, was drin ist, schau einfach im Internet. Ne? Schreib dir das Produkt da rein und dann guckst du halt nach Inhaltsstoffe. Ne, von dem Zeug und dann kannst du halt mal durchlesen, was da drin ist. Ist auf jeden Fall sehr interessant, hört sich sehr gut an, aber wollen wir gucken. Wollen wir gucken, wir können das dann erleben, was da passiert. Ne, siehst auch, ich habe eine ganz kleine Menge da reingegeben, ne, und siehst, ist so Staubzeug und das schwimmt da oben jetzt halt überall drauf rum, ne, da siehst du es auch. Und dann bin ich auch mal gespannt, ja, wie das Wasser drauf reagiert, ne, ob sich da vielleicht eine Kammhaus bildet oder dass alles weiterhin in Ordnung bleibt, so wie es bisher war. Wäre dann ganz schön. Die Fische sind natürlich irritiert, die können mit gar nichts anfangen, logischerweise. Na gut, hier geht jetzt auch durch die Pumpe natürlich alles direkt ins Wasser. Die sind auf jeden Fall neugierig, neuer Geruch, ne? Ist definitiv immer interessant. Ja, okay, dann checken wir gleich nochmal. Aber die kriegen jetzt erstmal extra Futter hier, ne? Unser Shrimp Baby für unsere wunderschönen Fischis und zwar die Mosaik. Genau. Nein. Moskito. Ah, jetzt war ich auch wieder ganz durcheinander. Ich habe auf den Zettel geguckt, da steht er. Ich vergesse den Namen jedes Mal. Moskito-Bärblinge sind das. Moskito-Bärblinge, die kriegen jetzt immer extra Futter. Weil die können mit dem anderen Zeug nichts anfangen. Ja, so ist das dann. Der krumme Löffel. Der krumme Löffel ist genau derselbe wie der gerade Löffel. Genau der gleiche ist das. Genau der gleiche. Nur eben, dass er krumm ist. Mit so einem krummen Löffel kann ich nicht arbeiten. Tut mir leid. Ja, okay. Mal gucken, wie ich den dann wieder gerade kriege. Ja, so ist das, ne? Genau die gleichen Löffel. Lol. Okay, dann kommen wir jetzt
zum nächsten. Einen Wasserwechsel machen wir noch gemeinsam heute. Das ist hier unser Born to be Wild Becken. Das Wasser fängt jetzt leicht an trüb zu werden tatsächlich. Also ist ein Anzeichen, dass wir hier wirklich Wasserwechsel machen müssen. Das ist jetzt schon heute 8 Tage jetzt her. Also etwas über eine Woche. So, reinlaufen lassen hier und gucken, dass da keiner reinschwimmt. Ne? Ansonsten nicht so schlimm. Ja, ich habe ja Kanister, ne? Und dann zur Not kann ich da auch jemanden rausholen wieder. Also nicht ganz das große Problem. Aber gerade bei diesen filterlosen Becken, Aquarien in dem Sinne, da sollte man schon regelmäßig Wasserwechsel machen. Und gerade so wie jetzt, wenn es irgendwie anfängt, so ein bisschen milchig zu werden, so trübe zu werden, also dann ist echt höchste Eisenbahn, ne? Also definitiv. Hier werde ich auch etwas größeren Wasserwechsel tatsächlich machen. Mal eben gucken, da war der Stand, jetzt sind wir da, jetzt sind wir ungefähr bei 1/3, würde ich sagen. Komm, ein bisschen noch, dass wir noch mal ordentlich Frischwasser hier reinbringen. So, gut, ne? So, zwischen 1/3 und 1/2. Lol. Ja, ist so, ne? Das mache ich immer so, wie es gerade kommt, wie ich denke, dass es passend ist. Ist so. So, Frischwasser rein, muss ich jetzt nicht zeigen. Scheibe mal noch kurz sauber hier, muss ich nicht zeigen. Und dann geht es gleich weiter. Die Carrageenan Red Fancy Tiger Babies. Ja, denen geht es nach wie vor richtig gut. Hier war auch Wasserwechsel erst gewesen. Und zwar am 11.11., also letzte Nacht tatsächlich noch. Ja, manchmal ist das so, machst du nichts, ne? So, das nur kurz nebenbei erwähnt, also denen geht's gut soweit, alles in Ordnung, auch hier, alles okay bei dem neuen Projekt, die sehen richtig klasse aus schon, die sind gut gewachsen, muss ich sagen, jetzt hier in dem Becken, habe ich gar nicht mit gerechnet, aber okay, die meisten hängen allerdings immer da unten drunter irgendwo, ja okay, ist so. So, dann ist mir gestern ein Missgeschick passiert und zwar... Nein, nicht hier. Man muss hier Wasserwechsel machen. Hier war am 6. Das hat noch ein bisschen Zeit. Das hat noch ein bisschen Zeit bei dem Becken hier. Da brauche ich heute nichts machen. Und zwar da, tada, liegt eine Pumpe auf der Heizung. Warum das denn? So, ich habe jetzt mit Athema wieder angefangen. Ich habe jetzt Luft ausgestellt, damit das hier nicht so laut blubbert. Das habe ich gestern auch gemacht. Und ich habe vergessen, den Hahn hier zuzudrehen. Ja, und was ist da passiert? Da ist das Wasser zurückgelaufen in die Pumpe. Und ich mache dann den Stecker bzw. den Schalter wieder ein. Und da macht es blub, 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 peng. Da war das Licht aus hier. Jo. Und dann habe ich voraussichtlich die Pumpe geschrottet. Aber ich habe zum Glück noch eine zweite gehabt. Die hatte ich dann angeschlossen heute Nacht noch. Also letzte Nacht in dem Sinne. Wir haben ja schon wieder Nacht. Ja, das war ein ganz dummer Fehler. Ja, ich weiß, man kann ein Rückschlagventil dran machen. Jetzt habe ich es aber so gemacht, dass ich den Schlauch nach oben gelegt habe. Das funktioniert übrigens auch. Aber wenn ich ein Rückschlagventil zwischensetze, dann kriege ich nicht mehr genug Luft. Das ist da Dumme dabei. Ja, okay, ne? So ist das. Eigentlich weiß man es ja. Und zack, bumm. Ja, okay. Hier sind übrigens noch die Thylos drin. Die haben noch kein neues Zuhause gefunden. Mal kurz erwähnt. Ich muss mal just gucken, nicht, dass mir das hier überläuft. Das wäre ja nicht so schön. Ja, kleines bisschen kann auch rein. Kleines bisschen kann auch rein. Das läuft übrigens auch sehr stabil, das Becken, muss ich sagen. Auch hier filterlos und hast du nicht gesehen. Eine tolle Sache. Das ist so genial. Eiertante konnte ich bis dato noch nicht sehen. Ich habe sowieso die falsche Brille auf. Deswegen kann ich eh nicht erkennen, ob da irgendwas jetzt zugange ist oder nicht. Aber einfach mal kurz gezeigt. Denen geht es also richtig gut. Nach wie vor. Ja, okay. Ich glaube, dann kann ich jetzt gleich ausmachen hier. Und was wollten wir noch? Achso, ich muss noch ein paar Werte checken. Es scheint ihn auf jeden Fall zu munden. Ja, tolle Sache. Soweit ich letztes Mal gezählt habe, sind auf jeden Fall 3 Weibchen, ich meine sogar 4 Weibchen, die Eier tragen. Und nach wie vor warte ich jeden Tag auf die Babys. Ich sage dir, du. Ja, das ist so. Und dann kommst du morgens rein als erstes, ne? Licht an. Achso, übrigens, Licht an. Könnte ich eigentlich auch was zu erzählen gleich. Aber wir gucken erstmal hier. Wir haben Pellwert von 5,6. So, das ist jetzt okay. Also da tue ich jetzt kein Calciumcarbonat mehr dazu. Das belassen wir erstmal so. Aber wir müssten bei dem Becken, wo wir gerade Wasserwechsel gemacht haben, da müssten wir Calciumcarbonat dazu führen. Da werde ich gleich nochmal pH-Wert messen. So, die laufen auch hier rum, wie du siehst, sind auf der Suche. Ne? Also auf jeden Fall mundet es ihnen. Von daher soweit okay. Insgesamt ist dieses Futtermittel auch ja, speziell dazu da, um Biofilm auch zu erzeugen. Ne? Also, ja, wollen wir mal gucken. Das könnte vielleicht ein interessantes Produkt sein.
Aber nach wie vor testen wir alles aus, ne, um zu gucken, ob das auch was taugt, alles so, ne, wie das so beschrieben ist in dem Sinne. Ja, okay, wir warten auf Babys. Ihr könnt ja eigentlich auch mal die Scheibe sauber machen. Aber ich habe nicht das Bedürfnis irgendwie, ich weiß nicht warum. Das funzt von ganz alleine hier. Da war eine Motte. Da war eine Motte. Die ist abgesoffen. So, okay. Was wollte ich jetzt? Achso, ich werde gleich noch weiter messen. In Ruhe. Ach, guck mal. Da sehen wir ein Schätzlein. Eine Thylo. Aber interessant, dass die Garnelen da so nicht rangehen an die Schnecke. Ne? So ab und zu mal, aber die scheinen das zu lernen, dass die Schnecke das nicht mag. So, ich bin natürlich am überlegen, ob sie noch anderes Futter kriegen oder nicht. Man soll es ja nicht übertragen. Guck mal, die buddelt sich hier ein. Aber das ist immer interessant. Vor allen Dingen, weil sich ja nur auch einiges verändern wird durch die ganze Thematik mit den Thylomelania hier drin. Ne? Ich hoffe ja immer noch, dass die, ja, die Algen mehr oder weniger wegfressen. Vor allem die Cladophora hier, aber bis dato scheint es nicht so zu sein. Naja, okay. Alles learning by doing. Einmal kurz gezeigt, die ersten Naupien sind tatsächlich schon geschlüpft nach 24 Stunden. Jo, das ging mal flott. Ja, okay. Da muss ich aber gleich auch mal gucken, dass ich das wieder anstelle hier. Können wir hier oben auch was sehen? Ja. Auch wenn der Fokus nicht so richtig scharf stellt jetzt. Aber ich denke, man kann es erkennen. Immer wieder schön anzusehen, wenn sie schnabulieren gehen. Ach, das ist so schön. Also, denen geht es richtig gut hier in diesem Rundglasbecken. Das ist schon klasse, dass wir das angegangen sind. Also, ich werde die Tage, wenn ich nochmal dort in der Nähe bin, auf jeden Fall noch eins besorgen. Auch die Pflanzen, dass die hier so gut drin wachsen. Total genial. Auch hier minimalistisch gedüngt tatsächlich. Ne? Guck mal, da unten sind sie alle unterwegs. Auch wenn es gerade ein bisschen dunkel ist, ich versuche noch mal ein bisschen näher hinzukommen. Hör mal auf, gehen wir mal hier hin. Du bleib doch mal ruhig, bitte. Keine Panik. So, da siehst du wohl. Guck mal. Da sehen wir auch Hüpferlinge. Also das funktioniert richtig genial. Nur wichtig ist hier halt doch regelmäßiger Wasserwechsel. Ne? Ganz wichtig. So, dann warten wir hier auf die ersten Eiertanten. Mal gucken, wann sie denn dann kommen. Ja, okay. Also, alle munterfröhlich unterwegs. Da unten drunter hängen sie auch. Und von daher, tolle Sache. Tolle Sache, dass das auch hier mit dieser Insel funktioniert. Also mit diesem Eichenholzklotz, der angerottete Eichenholzklotz tatsächlich. Ne? Das ist schon fantastisch. Das sinkende Schiff. So, meine Lieben, kommen wir kurz zum Abschluss. Eins muss ich mir jetzt noch verinnerlichen, das möchte ich dir dann vielleicht auch mitgeben, ob du es annimmst oder nicht, ist deine Sache. Ich habe mir jetzt Pflanzen gekauft vor etwas längerer Zeit. Wie lange mag das her sein? Ein Monat oder so. Wir haben ja eine Pflanze davon unten ins Kolgubi-Becken gepflanzt, also nicht hier, sondern unten im Arbeitsraum, wo die drin sind, die richtig klasse sind. Ne? Hier sind ja mehr oder weniger die drin, die ja nicht so das Perfekte ist, ne, aber trotz alledem dürfen sie leben und deswegen sind sie hier unten drin. Aber die Perfekten sind unten im Arbeitsraum. Dazu hat man auch einen Film gemacht, wie wir das Ganze gemacht haben. Achso, zu den Pflanzen nochmal kurz. Es hat sich jetzt nämlich gezeigt, ich hatte ja zwei Pflanzen gekauft und die hatte ich separat in ein Gefäß gesetzt, als Übergangsweise, Quarantäne rauf und auch mal zu gucken. Und bei der einen Pflanze zeigt sich jetzt etwas, das zeige ich dir jetzt aber noch nicht. Ich habe es jetzt noch draußen stehen im Flur und da bleibt die auch noch stehen. Denn dort entwickelt sich etwas, wo ich mir nicht ganz sicher bin, ja, ob das so okay ist oder nicht, was sich da entwickelt. Und von daher würde ich dir raten, wenn du Pflanzen kaufst, dann halt die erstmal in Quarantäne. Ein paar Wochen tatsächlich auch. Ne? Nicht nur eine Woche oder so. Es kann sich auch nach 3-4 Wochen noch etwas entwickeln da drin. Wo du dann unter Umständen nicht von begeistert bist, wenn du das dann im Aquarium hast. Ja, und ich habe die Pflanzen im Zoofachgeschäft gekauft, ne, also aus dem Becken, aus dem Aquarium, wo nur Pflanzen drin sind halt, ne, da rausgekauft in dem Sinne und da hat sich jetzt halt etwas entwickelt.
So, und ich habe jetzt vor kurzem nochmal welche gekauft. Ich hatte gesagt, eigentlich wollte ich jetzt mal so ein paar Pflanzen mal unterbringen in den Aquarien. Insbesondere hier unten jetzt dann auch, wo dann die neuen bald einziehen. Ja, bald nicht, sondern irgendwann demnächst einziehen werden. Ich werde das noch ein paar Tiere von mir nehmen, da unten runtersetzen, um mal zu gucken, ob das Becken jetzt in Ordnung ist. Nicht, dass da noch mal irgendwas passiert, bevor ich dann neue oder andere hole in dem Sinne. Ja, also ich werde auch diese Pflanzen, die ich gekauft habe, jetzt noch nicht verarbeiten oder in die Becken setzen, sondern noch so 2-3 Wochen abwarten. Ich lasse sie in der Box drin. Wir wissen ja, wo sie drin sind, haben wir ja gesehen gemeinsam. Zumindest im letzten Film, glaube ich. Also wurscht, ne? Wir haben es gesehen. Zumindest werde ich die Serie verfolgt. Ja, also da wäre ich dann doch sehr vorsichtig. Und wenn du auch nur mal sicher gehen willst, dann greif einfach, oder in dem Sinne nicht einfach, sondern in dem Sinne auf In-vitro-Pflanzen zurück. Der Nachteil bei den In-vitro-Pflanzen ist, ja, genau, kannst du gar nicht sehen, ne? Kleine Dinger. Und bis die im Becken mal zugange kommen, das haben wir damals ein paar Mal gemacht auch, ne? Ich meine, sie sind gewachsen, ne? Sehen gut aus auch mittlerweile, richtig schön, kräftig, aber es dauert halt, ne? Da hast du nicht sofort diesen Aha-Effekt, sondern ja, du musst dann halt lange Zeit warten, bis da mal schöne Pflanzen draus werden. Das dauert halt Ewigkeit, ne? So ist das dann, ne? In vitro ist eine tolle Sache, aber eben machst du kleine Dinger und, ne? Kannst du dir auch nicht wirklich vorstellen, wie die aussehen, wenn die groß sind in dem Sinne. Das ist schon schöner, wenn man dann aus dem Becken zurückgreifen kann, wo schöne Pflanzen drin stehen, in verschiedenen Größen, ne? Verschiedene Formen und hast du nicht gesehen, ist alles toll aus. Aber wenn man dann aus dem Aquaristikgeschäft, aus dem Zoofachgeschäft sich Pflanzen holt und sich dann etwas mit einschleppt, ist schon eine traurige Sache, muss ich sagen. Eine ganz traurige Sache. Da kannst du doch vielleicht eher vor privat, naja, wie auch immer. Auf jeden Fall bin ich da mal wieder, nicht mal wieder, sondern tatsächlich enttäuscht. Ne? Weil du denkst ja, wenn du in ein Zoofachgeschäft gehst, es ist ein Fachgeschäft. Aber dass du aus diesem Fachgeschäft da kostenlos was mitkriegst, ach, ist auch eine tolle Sache, ich weiß. Ja, nee, klar. Aber ja, mal so als kleiner Hinweis, Warnhinweis auch, ne? Beobachten, ganz wichtig, immer beobachten. Ja, okay, meine Lieben, soll reichen für heute. Weiß Bescheid. Winke, winke. Bis ganz bald hier aus dem Reich der Aquaristik. Ja, und das macht jetzt also richtig Spaß, muss ich sagen, weil wenn man so die Becken anguckt, so in Ruhe mal wieder, ne, dann macht das richtig Freude, Tiere zu sehen, wie sie rumschwimmen, zufrieden sind. Das ist eine tolle Sache, muss ich sagen. Und dass das auch mit diesem kleinen Becken, mit diesem 10 Liter, 12 Liter Becken funktioniert. Das ist auch klasse. Also man kann da zwar keine großen Mengen heranziehen, aber man kann sich welche halten. Und das ist eine tolle Sache. Ohne Filter, ja, ohne Technik in dem Sinne. Ne? Einfache Baumarktlampe. Und dann funstert schon. Also bin ich hellauf begeistert. So, meine Lieben. Nichtsdestotrotz geht's munter, fröhlich weiter. Denn das war mit Sicherheit noch nicht Ende Gelände. Ich habe noch so viele Sachen im Kopf, die ich noch ausprobieren möchte. Aber peu à peu, ne? Eins nach dem anderen, so ist das. Alles auf einmal geht nun mal nicht, weil das Thema ist schon grandios, ja. So, also ich habe zwar noch gerade was im Kopf zu quatschen, aber ich will ja nicht alles vorgreifen, das muss ja noch ordentlich sein, ne? Deswegen würde ich sagen, es geht auf jeden Fall ganz bald weiter, weil wir auf guten Wegen sind, hier etwas in Erfahrung zu bringen. Also dies und das und jenes. Ne? Mal gucken, was so geht oder auch nicht geht. Ja, okay. Also, fortlaufend. Nehmen wir alles mit, was ich hier mache und wann ich es mache. Okay.